Bevor du dein nächstes Video drehst, warte kurz. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon fortgeschrittener Filmmaker bist, es gibt drei häufige Fehler, die fast jeder macht und die deine Videos so ein bisschen downgraden. Aber das Gute, wenn du diese Fehler vermeidest, kannst du deine Videos wirklich aufs nächste Level bringen und das Ganze ohne teures Extra-Equipment. Am Ende dieses Videos wirst du bessere Videos produzieren und selbst wenn du die Tipps schon kanntest, erinnere ich dich gern einfach nochmal daran, damit die wirklich in deinem Kopf eingebrannt werden. Also viel Spaß mit dem Video. Der erste Tipp hat wirklich für mich die komplette Filmmaking-Welt auf den Kopf gestellt. Oh, geiler Reim. Am Anfang war es so, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, dass ich es eigentlich schon richtig mache. Aber ich sehe immer wieder Leute, die diesen Fehler machen. Hierbei geht es um das Movement. Die meisten Leute, die ich kenne, und zwar wirklich, wirklich viele Leute, die ich kenne, bewegen die Kamera komplett falsch. Die Standardbewegung, die jeder Anfänger-Filmmaker irgendwie macht, ist ziemlich linear. Sie gehen immer bloß von Punkt A nach Punkt B. Von oben nach unten, von rechts nach links. Aber das ist komplett falsch. Ihr müsst nämlich versuchen, euer Objekt zu umkreisen. Stell dir wirklich vor, du drehst dich um das Objekt, was du filmen willst, einmal im Kreis rum um 360 Grad. Dabei musst du beachten, dass du das Ganze auch mit deiner Hüfte machst und nicht mit deinen Füßen. Viele laufen dann einfach ein paar Schritte, aber versuch wirklich mit deiner Hüfte die Bewegung von Punkt A nach Punkt B, aber im Kreis zu bewegen. Dadurch hast du wieder so ein bisschen natürliche Bewegung im Bild und nicht dieses komplett langweilige, lineare Gerade. Natürlich, diese geraden Bewegungen braucht man auch manchmal. Dafür kann man zum Beispiel auch einen Slider benutzen, wenn man das wirklich so möchte. Aber ich finde, meistens sehen die einfach nicht gut aus. Also versuch irgendwie das nächste Mal aus der Hüfte zu filmen und dein Objekt zu umkreisen. Der zweite Tipp von mir, den habe ich auch immer wieder vergessen und ich denke ganz oft gar nicht dran und habe ihn selbst auch erst nach 4 Jahren Filmmaking irgendwie kapiert. Ihr bearbeitet eure Videos viel zu doll. Weniger ist mehr, versucht einfach nicht zu übertreiben, was die Bearbeitung angeht. Das Ganze habe ich erst dadurch gelernt, dass die ersten Kunden mir gesagt haben, hey, ich möchte da so ein bisschen weniger Look drauf haben, kannst du es vielleicht irgendwie natürlich bearbeiten. Jeder, der sich damit auskennt, sitzt Stunden an einem Bild, um da wirklich die perfekten Farben hinzubekommen. Und jeder Anfänger nimmt sich einfach einen LUT oder irgendeinen vorgefertigten Grade, haut den drauf und fertig ist das Ding. Überlasst wirklich, wenn ihr einen Look haben wollt, das lieber den Profis. Dafür gibt es die Profis, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, macht es aber. Es ist voll das geile Ding, voll die geile Nische, in die man rutschen kann. Ja, also probiert euch da aus, vielleicht gefällt es euch ja sogar. Vor allem was Musikvideos angeht, habe ich das früher viel zu übertrieben mit den Effekten. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, der auch bei Musikvideos ganz viel geholfen hat. Und zwar erzählt Geschichten mit euren Videos. Nicht dein Equipment macht geile Videos, sondern die Story dahinter. Es ist total wichtig, dass eure Videos irgendwie einen Kern haben, an dem man sich festhalten kann. Irgendeine Story, die im Vorhinein bestimmt wird. Ihr solltet eure Videos immer planen im Vorhinein. Wenn ihr wirklich Projekte habt, wo ihr Zeit für habt, setzt euch hin, macht eine schöne Pre-Production, da gibt es wirklich viele Tools wie Milanote oder Figma oder Frameset, wo ihr wirklich Recherche betreiben könnt und die Videos und Shots ein bisschen im Vorhinein planen könnt. Zudem kommt einfach, dass eine Geschichte oder Emotion den Betrachter viel mehr ins Video reinziehen und der Betrachter viel länger am Video dranbleibt. An der Stelle habe ich auch mal was Kleines für euch vorbereitet und zwar einmal ein Video, was einfach bloß Freestyle gefilmt ist und einmal das fast gleiche Video, aber mit Story und mit Emotionen, die ich mit eingebunden habe. Also seht selbst, viel Spaß mit dem Video. Peace, hier ist nochmal Lorenz aus dem Schnitt. Ich habe eine Sache vergessen. Achtet mal wirklich beim Videogucken darauf, welches Video euch irgendwie länger vorkommt. Kleiner Spoiler, die sind beide exakt gleich lang. Viel Spaß mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Video für euch länger gewirkt hat.
Ich bin Lorenz, der Gründer von Strap & Styles. Ich wollte schon immer irgendwas erschaffen, was nicht nur praktisch ist, sondern was auch Geschichten erzählt. Fotografie ist schon Ewigkeiten meine Leidenschaft. Und ich wollte für Fotografen irgendwas erschaffen, was sie nicht nur begleitet, sondern was sie auch inspiriert. Unsere Kameragurte sind mehr als nur Zubehör. Sie erinnern dich immer wieder an diese ruhigen Momente, in denen du einfach nur auf deinen Auslöser drückst. Was macht Strap & Styles besonders? Es ist die Liebe zum Detail. Jeder Gurt ist handgemacht. Jeder Gurt ist ein Unikat, so wie jeder Fotograf auch seine eigene Geschichte hat. Es geht nicht nur darum, gut auszusehen. Es geht vor allem auch darum, sich wohlzufühlen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Und genau bei dieser Entscheidung kommen wir ins Spiel und helfen wirklich gern dabei, den passenden Gurt für dich zu entwerfen, zu nähen und dann zu dir zu verschicken. Das Krasse ist, unsere Straps geben mir immer dieses Gefühl von Abenteuern und ich habe immer Lust, sie zu benutzen. Egal wo, egal wann, ich nehme sie immer überall mit hin und sie begleiten mich auf jeder Reise. Ein Kamerastrap, der deine Persönlichkeit widerspiegelt. Strap & Styles, made to love. Auch hier habt ihr gesehen, dass ich viel mit Emotionen, mit Voice-Overn, mit smoothen Shots gearbeitet habe und einfach die Story, das Video gemacht habe. Nochmal kurz zusammengefasst, deine Bewegungen müssen sitzen, bitte nicht zu linear und zu steif. Weniger ist mehr, bearbeite deine Videos und deine Fotos nicht so doll, dass jeder denkt, du hast da einfach bloß einen Filter draufgehauen. Und Story ist alles, erzähl immer eine Geschichte mit deinen Videos und versuch Emotionen einzubinden. Erzähl mir auch gern oder auch den anderen Zuschauern in den Kommentaren, was deine Erfahrungen damit sind oder ob du noch andere Tipps hast für bessere Videos. Vergiss nicht, das Video zu liken und über ein Abo würde ich mich total freuen, wenn dich alles rund um Filmmaking, Color Grading und Fotografie interessiert. Bis dahin, euer Lorenz. Peace.